Einen wunderschönen... Ich meinte... Hallo, Freunde. Ich spiele heute wieder Klavier, denn... Wir spielen Short Horror Stories. Oh yeah, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Und ich freue mich, dass die ganzen Zuschauer dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir eigentlich. Lass mal gucken. 263 zum Streamstart. Habt ihr eigentlich Bock? Also mal ganz ehrlich. Warte. Habt ihr eigentlich Bock? Bro. Okay. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz klarkommen. Weil ich war gerade noch einkaufen, Leute. Habt ihr es gesehen? Guck mal hier. Wie findet ihr es? Ich habe das Ding jetzt weiß gemacht, ne? Ich habe auch noch ein rotes. Wollen wir kurz einen Check machen? Wir machen kurz einen Check, Leute. Ist egal, was jetzt passiert. Ihr könnt sagen, ob krass ist. Bruder? Rot schallert anders rein, Digga. Ey, yo, okay. Bro? Schwarz besser, ehrlich? Schwarz besser? Meinst du? Digga, also, ich kann sogar andere Farben noch machen, ne? Red? Red, warte, ich mache eine Abstimmung. Ey, wir können auch nochmal, pass auf, wir können auch nochmal schwarz drauf machen. Dann könnt ihr nochmal sehen. Ich finde halt rot schon mies krass jetzt gerade, ne? Aber warte, ich habe auch überlegt, ob wir für Backrooms vielleicht mal ein gelbes oder so holen. Hier, das ist das normale, schwarz. Ihr kennt, so. Ganz normales Mikrofon, ne? Aber, wenn ich jetzt rot drauf packe. Bro, Bro. Kommt krass, oder nicht? Für Halloween morgen auch richtig wild. By the way, für alle, die das jetzt gerade sehen, morgen ist ja Halloween. Morgen gibt es einen dicken Livestream. Ich habe sehr, sehr Bock. Das wird extrem wild. Ich mache die Umfrage nebenbei mal. Wir werden morgen ganz neue Alerts drin haben, wenn ich das heute alles gut schaffe. Also da setze ich mich heute ran. Und zwar könnt ihr mich morgen mit Donos erschrecken. Ihr könnt mich morgen im Stream erschrecken mit Donuts. Sehr, es wird richtig ehrenlos. Weil ich will euch ja auch mal was zurückgeben, weil ich weiß, die Donuts funktionieren immer nie und ich sag auch immer, Digga, Dono nicht, aber morgen zu Halloween könnt ihr machen. Ihr sagt schon rot, ne? War klar, Digga. Rot kommt wild. Okay, wir lassen rot, ich bin der Böse. Ich hab zu Heidi gesagt, Leute, ich hab zu Heidi gesagt, Brudi, hol dir auch eins. Er hat sich grün gezogen, Digga, hellgrün. Sieht bestimmt auch sehr, sehr sick aus bei ihm. Lasst bitte ein Like für den Stream da, würde ich mich sehr freuen. 500 mal kurz voll machen. Herzlich willkommen in der Familie Tobias Timper. Und jetzt, Leute, gehen wir rein in die Short Horror Stories. Top mutige Spieler. Warum bin ich da nicht? Junge, wer hat denn 10.522 Wins? Ist der geisteskrank? What the... Wir haben neue Story hier. Die Halloween Story. Ist die komplett neu? Oh... Warte mal ganz kurz, wie viele Stories haben wir denn? Wir haben letztes Mal 4 gespielt, ne? Ich muss mich einmal... Digga, eigentlich will ich die Musik hier nochmal haben. Okay, die kommt nicht mehr. Pass auf, das hier war das Puppenhaus. Das haben wir weggezockt. Dann haben wir hier drüben... Nachtreiniger haben wir weggezockt. Okay. Dann waren wir hier. Da wollte ich nicht rein. Was ist denn Treppe des Horrors? Challenge. Treppe des Horrors Challenge. Was ist das? Chat? Was spielst du für ein Spiel? Hier sind richtig gruselige Horror-Stories. Der Albtraum von nebenan. Den haben wir auch schon gespielt. Okay, dann müssen wir hier weitermachen. Nachtschicht auf der Route 90. Okay. Ja, wir gehen erstmal da rein. Von einem Freund sage ich, dass er dich feiert. Kuss geht raus an deinen Freund. Verschwinden von Karen Carter. Oh, Bruder. Da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Eine Story von einem Polizisten, der ganz komische Dinge wahrgenommen hat. Karen Carter. Was? Ist das die da? Leute. Also, die Games sind nicht brutal, sie sind aber gruselig. Alle, die abschalten, ihr seid Pussys, wenn ihr abschaltet. Ich bin nämlich auch noch mit drin. So, und wir gehen jetzt erstmal ganz entspannt rein. Wenn ihr mehr Roblox sehen wollt... Ich habe auf meinem Roblox-Kanal Denomi Roblox jetzt wieder aktiven Content hochgeladen. Jeden Tag eine neue Folge, gerade Tower Defense richtig viel. Kann ich euch ja nochmal zeigen gleich ganz kurz, wenn hier nichts passiert. Hallo? Ich mache richtig Sound hoch. Wir sind keine Pussys. Junge, ist schon laut.
Will kurz zeigen, Freunde. Hier, Digga, Denomir Roblox. Guck, guck rein. Neue Videos. Ich hab nach wie viel? Nach einem Monat, nach zwei Monaten habe ich mal wieder hochgeladen. Bruder, läuft heftig. Der hier vielleicht jetzt noch nicht so ganz. Ich habe sogar Backrooms Tower Defense gezockt, ne? Ey, sehr, sehr geil. Falls ihr, ne? Falls ihr Roblox wollt mehr, nur dass ihr es mal auf dem Schirm habt. Wir gehen rein. Let's go. Also, warum war die Tür offen? Die Polizei hat die Tür versiegelt und jemand hat das Licht im Haus eingeschaltet. Vielleicht haben die Obdachlosen infiltriert. Also hier sind Obdachlose vielleicht drin. Habe ich eine Taschenlampe? Nö. Was ist das denn für ein Bild? Leute. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Hallo? Was meint ihr? Wird's extrem... Oh mein Gott, habt ihr das gerade gehört? Diggi! Hart arbeitend. Was ist denn das für ein Haus? Wo sind wir schon wieder drin? 23.53 Uhr. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So, nämlich. Hallo? Ich bin, ich habe mich hier, glaube ich, verlaufen so. Ich habe das Licht ausgemacht, okay. Was ist da vorne? Tür öffnen. Hä? Warte mal ganz kurz. Hä? Bin ich hier nicht gerade gewesen? Oh oh, es ruft jemand an. Ah ja. Hallo? Polizei, ein Mann versucht in meine Tür einzubrechen. Ich weiß nicht, wer es ist. Er macht was? Versucht jemand in der Tür einzubrechen. Iggy, was geht denn jetzt ab? Karen mit ihrem Baby? Irgendjemand war da? Digga, was geht denn hier ab, Mann? Jo, was geht denn hier ab? Diggi, sind wir noch in Roblox drinne? Alter! Das war ja dieser ganz andere Film. So. Bro. Ich hatte richtig Angst gerade, Mann. Das war richtig verstörend. So fühlte sich das an, ne? Tor. Mein Gott, ich habe hier eine Dono verpasst. Ich bin so ein Idiot. Eine Dono. Tor, mein Lieber. Erstmal vielen, vielen Dank für 5,99 €. Hey, mein Sohn feiert dich total und schaut dich jeden Tag. Ich freue mich. Hey, ah, da kam die Dono gerade durch. Ich dachte, ich habe sie verpasst. Und schaut dich jeden Tag. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt wieder hier. Digga, was geht denn da oben ab? Hallo? Digga, was geht denn hier ab? Jo, Mann, was ist das denn? Ich muss jetzt die ganze Zeit in dieses Haus jetzt hier rumlaufen, oder was? Wobei. Die Tür ist offen. Ah! Oh mein Gott! Was soll das? Ey! Ey, nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool.
Oh. Mann, ich will das gar nicht spielen. Ich gehe weiter rein. Diese Bilder hier auch richtig sass, Mann. So. Kühlschrank. Was ist denn mit dem Kühlschrank passiert? Ist das einfach von selber aufgegangen gerade? Bro, ich check die Story noch nicht so ganz, ne? Aber egal. Also die Story check ich schon, aber... Junge, was... Was ist denn das hier? Was machen wir denn hier? Der Kühlschrank ist offen. Oh, nee. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ah. Oh. Oh. Oh Mann! Ich gehe weiter rein. Hallo? Komisch. Okay, also. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Ich glaube, jetzt ist alles entspannt. Jetzt ist alles sehr, sehr safe, Leute. Bro! Junge, was ist denn das hier? Digga, was läuft denn da drin? Chat, soll ich reingehen? Hey, was ist das denn? Digga, was ist das denn, Alter? Da muss ich aber ganz dringend los. Bro! Was ist das, Roblox? Diggi, da mach ich mal die Tür zu, Alter. Das lassen wir mal lieber ganz mal sein. Alter, Junge. Wir wissen ja, dass es nicht echt ist, oder? Bro! Die Zeit geht doch einfach nicht voran. Mann, was geht denn hier ab? Ich gehe jetzt raus. Ich kann nicht raus. Ich bleib drin. Ich glaube, das ist kein Roblox mehr, Denno. Ich glaube, hier haben die Götter Roblox verlassen. Wer meiner Meinung ist, lässt ein Like da. Die Götter haben hier Roblox verlassen. So ein Ding ist das. Dickes W in den Chat. Hallo? Wer ist das, Freunde? Oder wer ist denn das? Was mache ich jetzt? Freunde, ich habe Angst. Hallo? Ich gehe weiter. Ich habe keine Angst. Ich habe doch keine Angst, Chat. Wir gehen weiter rein. Hallo? Also so oft, wie ich dieses Haus jetzt hier schon rumgelaufen bin. Ich höre Schritte. Direkt über mir. Was geht, Momme? Schön, dass du dabei bist. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diggi, was geht denn jetzt ab?
Scheibe eingeschlagen. Oh, das ist nicht gut. Kann ich die Tür öffnen? Ich gehe weiter. Denno Roblox hat sich selbst gelöscht. Bei dem Game habe ich auch das Gefühl. Ich zoome rein mit Kamera, Leute. Ich glaube, wir übersehen einen Hinweis, oder? Die Tür ist zu. Oder? Ist besetzt! Ich muss hier ganz dringend kacken grad, Mann! Es ist Krise! Ist besetzt, Bruder! Bro! Ich seil hier gerade mies ein ab! Hallo? Digga, ist weg! Alter Mann. Ich glaube, der ist abgezwitschert. Ich habe ihm gerade gesagt, ja, nächstes Mal Brechdurchfall oder so. Bro! Oh nee. Warum ist das Licht rot? Oh, ich hasse das. Ich kann die Tür nicht öffnen. Wie das Licht. Warum ist das hier rot? Ist hier irgendwas in den Schubladen drin? Nicht mal eine Lampe haben wir hier. Da ist ein Schlüssel! Wofür? Chat, wofür haben wir einen Schlüssel? Wir haben einen Key bekommen. Wir können raus. Raus aus dem Haus. Nee, können wir nicht. Für nach draußen? Nee. Safe nicht. Wir kommen nicht mehr raus. Wir sind dead. So, weißt du, wie ich meine? Wir sind dead. Die Truhe? Welche Truhe? Wo ist die? Hast du eine Truhe gesehen, Mann? Wir gehen weiter. Der ist sicher für irgendeinen Raum. Ja, wir gucken mal. Wir nehmen den mal mit. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Ah. Wow. Ich musste gerade diese Tür... Oh nee, ne? Digi. Oh mein Gott. Bro? Digga, was geht jetzt ab? Oh mein Gott, lauf! Digga, es war ein Albtraum. Oh mein Gott. Was zur Hölle war das, Mann? Ich muss los. Seht ihr das? Hä? Mein Gesicht! Digga, mein Gesicht! Das bin ich nicht! Was ist denn mir passiert? Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht mehr gehen, Leute.
Was ging denn gerade ab? Was war das, Alter? Richtig eklig. Wir gehen weiter rein. Ich denke, das mit dem Ball war der Wind. Klar, Sophia. Sophie. Klar. Ich kann auch nicht raus. Ich muss in diesem verdammten Puff hier die ganze Zeit weiterlaufen, ne? Das kann nicht sein, du. Hallo? Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Danke für 2 Euro, Andreas. Ich habe genug Wasser gegessen. Was zum... Junge, was geht da denn ab? Bro! Diggi! Gottlos! Gottloses Spiel! Safe keine Roblox! Wie kann man denn so... Mach die verdammte Tür auf, Alter. Ich muss hier raus, Digga. Ich muss jetzt echt mal ganz schnell hier raus. Ist alles Zufall, Leute. Ist alles... Ist sicher Zufall. Sicher nur Zufall, Elenia. Klar, Mann. Ob hier irgendwo ein Schlüssel ist? Junge, wer ist denn das? Ey, was? Kann das hier ablassen? Okay, hier ist ein Schlüssel drin, oder? Da ist der Key. Ich könnte jetzt weitergehen. Aber ich gehe raus. Easy. Polizei ist gekommen. Bro! Also das war mit Abstand eine der schlimmsten Geschichten. Du konntest entkommen und um Hilfe rufen. Zur Überraschung der Polizei wurde Cams gleich im Badezimmer gefunden. Die Behörden gingen davon aus, dass Cameron die ganze Zeit über am Leben war und ihren Führer sich versteckt hatte, bis er sie getötet hatte. Der Mörder wurde nie gefangen. Ende 1. Es gibt noch mehr Endings. Krass. Krass. Wer ist er, Alter? Junge, ist der hässlich. Richtiger Random-Skin. Was haben wir noch so? Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein, oder? Ey, Stairs of Horror, let's go. Ich gucke einfach mal, was geht da ab? Ist das entspannte? Ist das entspannte Story oder was? Ich bin tatsächlich alleine. Krass. Was ist denn das? Was? Versuche so hoch wie möglich zu klettern und nicht zu sterben. Es gibt keinen Ausgang. Versuche ihn nicht zu finden. Viel Glück. Drück C, um zu hocken. Q, um die Maus freizuschalten. Und was ist das denn? Und was ist denn das für ein Game? Hier ist Gas. Digo. Oha, ich verliere sogar Leben. Krass, aber erstmal alles entspannt. Wir gehen mal hoch. Wie viele Stufen machen wir so? 50? Wenn nichts passiert, ist alles entspannt. Chat, ihr dürft entscheiden, wie viele Stufen wir machen. Ihr dürft entscheiden, ist euer Stream heute. Ich mach so, wie ihr Bock habt. Es gibt einen Schrank, Mann. Es gibt echt einen verdammten Schrank, Diggi. Warum gibt es einen Schrank? Warum gibt's hier einen Schrank, Mann? Das nervt. Ich glaube, hier passiert nichts. Sind wir jetzt in Doors? Aber statt Doors heißt es Stairs oder was? Ui.
Okay, wir können hier anscheinend vorbeikriechen auf Chili. Chili Milli. Es kommt ein Muster vielleicht. Ich warte noch ab. Wir sind Stage 6 gerade mal. Also bis Stage, ich sag mal Stage 13, das ist die Unglückszahl. Weiter will ich nicht. Leute, wir machen bis 13, zählt mit. Stage 7 sind wir jetzt. (8362) ist der Code. Tür ist offen. Stage 8. Verlosen wollte Robux? Nö, weil da so viele nachfragen. Ich hasse das. Wenn zu viele Leute im Chat nach Robux betteln, dann verlose ich nie. Da habe ich keinen Bock. Immer einfach warten, bis es dann geschieht. Ne? Ich habe letztens auf Discord welche. Was ist das denn? Digga, die Treppe ist ja dunkel. Wir werden wahrscheinlich auf dem Roblox-Kanal jetzt bei den Tower Defense-Videos Robux verschenken. Wir sind Stage 10. Drei Stages machen wir noch, Leute. Drei Stages gibt es noch. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das denn? Ey! Bro! Alter! Hallo? Wie hoch geht noch die Treppe hier? Ich frag nur für einen Freund. Licht ist aus wie... Was? Was soll das denn hier? Stage 12. Wir gehen bis Stage 13. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Stage 13. Das ist die letzte jetzt. Weiter gehe ich nicht. Und wer ist er denn da oben? Hallo? Ah! Oh mein Gott! Was ist das? Das ist ja, Digga, das ist ja so ein billiger Fake. Bro, was bist du denn, Alter? Willst du eine Mumie sein? Das Ding ist einfach verschwunden. Richtig schlecht, Leute. Hashtag schlecht in die in den Chat oder in die Kommentare. Also wenn ihr es genauso schlecht findet wie ich. So, das Spiel ist ja null gruselig. Oh mein Gott! Habt ihr das gerade gesehen, Digga? Junge, was geht denn bei dem ab? Machen wir danke für 4 Euro. Bis 200, dein Ernst? Es geht hier oben. Oh, was ist das? Ja, und jetzt? Ich geh einfach weiter. Okay, gerade passiert viel, Mann. Gerade ist ziemlich... Oben ist der... Also wirklich jeder Room passiert irgendwas komplett Komisches. Ja gut, ich lass mich killen, oder? Ey, mir ist zu lame hier. Kann ich in die Mülltonne reinspringen? Geht halt echt, ne? Geht halt echt. Treppen hochlaufen, geil.
Der alte Walking Sim. Ich lass mich töten. Wir opfern uns jetzt und tschüss. Was denn für ein Game? Ey. Das Game wirklich. Also, Minusschmutz. Ganz schlimm gerade. Bring mich zurück in die Lobby, Alter. Da, wo ich hingehöre, Junge. So, dann gucken wir weiter. Also, es war mir ein Anliegen, natürlich auch diese Story nochmal zu spielen. Jetzt haben wir aber noch zwei übrig, meine Freunde. Da vorne die neue Halloween-Story und hier der tödliche Inhalt. Tödlicher Inhalt? Wir gehen rein. Digga. Wie heißt der Typ? Opay Dragon? Wer bist du eigentlich, Junge? Du kommst hier in meinen Stream und sagst, lass mal zusammen zocken. Ich hab noch nie deinen Namen gelesen. Seht ihr das? Seht ihr das da? Bro. Nee. Echt nicht. Echt nicht jetzt. Echt nicht. Das wird die schlimmste Story, weiß ich jetzt schon. Oh mein Gott. Warum ist denn das so laut am Regnen, Alter? Was soll das? Ich habe eine Taschenlampe hier, ne? Oh nee, ich habe eine Kamera. Oh Junge. Nein. Nein. Okay, wer jetzt abschaltet, Lappen. Ich sag, wie es ist. Like, wenn wer dran bleibt. Story fängt krass an. Ist das unsere Datei? Was zum Teufel? Was für eine Datei, Bruder? Oh, warte mal, da steht was geschrieben. Kann ich hier so rumgehen? Nur Personal darf hier rein. Also ich in dem Fall. Da steht was. Gästeliste. Kubrick, Raum. Oh nein, wir sind in einem Hotel, oder? Oh nee, ne? Wir sind in einem Hotel, Freunde. Fahrstuhl. Dem wir erstmal nichts machen können. Oh! Hier hat jemand Geld fallen gelassen. Es geschah an einem regnerischen Tag. Vier Freunde filmten Spukhäuser für ihren Kanal. Sie filmten alle möglichen Orte und sahen niemals einen Geist. Aber einen Vorfall, an den werden sie sich immer erinnern. Ja, Mann. Okay. Bin ich jetzt einer von denen oder was? Oh, nee, ne? Das ist Krankenhaus-Psychiatrie-mäßig so. Verwaltung. Oh, was ist das denn? Da ist ein X. Da ist ein X. Soll das X irgendwas bedeuten? Die Frage ist, warum hier Strom ist, ne? Du hast gerade gehört? Ey! Der Ausgang wurde verriegelt! Oh nee, Mann, ich bin schon wieder so der Angeschmierte. Hallo? Falls hier... Oh nee. Falls hier Geister sind. Ich will nur ein paar Abos. Ich will nur die 350.000 Abonnenten. Mehr will ich nicht, Geist. Ich sag, wie es ist. Hier ist wieder so ein Kreuz, Leute. Merkt euch mal. Kreuze. Was ist das denn? Hier ist ein Tresor. Tresor ist hier auch noch. Warte mal. Was könnte das bedeuten? Ich kann vielleicht mal... Warte mal. Ich
kann vielleicht mal probieren, was bei diesem Kreuz da... Kann ich denn machen mit der Taschenlampe? Kamera? Oh mein Gott! Ich brauche eine Injektion, sagt die Leiche. Eine Injektion, eine Spritze oder was? Oh, was sehen wir hier durch diese Kamera? Okay, was geht hier ab? Geräusche werden zass. Okay, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Seit wann bist du live? Seit 36 Minuten, glaube ich, ne? Junge, was geht denn hier ab? Leute, wer hat das Baby da liegen lassen? Was läuft denn hier? Alter, was ist das denn? Was sehe ich denn hier in meiner Kamera immer? Bro. Let crazy. Ich gehe mal hier links lang. Wir können ja auch noch nach oben rein, theoretisch. Der Hauswirtschaftsraum. Nochmal ein Jungsklo. Oh mein Gott! Scam! Verdammter Scam, Alter! Oh, der hat mich richtig geschnappt. Eins in Chat, wer sich so erschrocken hat wie ich. Bro! Oh. Alter! Digga! Der hat gerade so reingescheppert, Mann. Da ist die Spritze, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das hier ist der Behandlungszimmerschlüssel. Vielleicht ist das für den Room hier an der Seite, hier so rum. Okay, dafür gilt er nicht. Eigentlich muss es hier sein, ne? Ich guck mal, was ich so finde. Kann ich hier nicht eine Spritze oder sowas nehmen? Okay. Lass diese Spritze. Vielleicht will das Ding nicht jumpscaren. Ja, denke ich mir halt auch, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch hochgehen. Es gab einen Weg nach oben. Und es gab hinten noch so einen Spot, den wir uns auf jeden Fall angucken müssen. Hier vorne. Im Verwaltungsbüro. Schalte den Projektor ein. Okay, wie kann ich den Projektor einschalten? Warte mal, kann ich da raufklettern? Ja, natürlich big. Okay, hier komme ich so... Ah, nee. Ich kann den Projektor nicht anschalten. Dankeschön. Herzlich willkommen. Alter Schwede. Vielen, vielen Dank an Caro für die verschenkte Mitgliedschaft. Ich habe es gerade gesehen. Wir gehen hoch. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Ich habe keinen. Okay. Habt ihr einen Vorschlag? Ich habe die Tür eingetreten. Der Typ sitzt hier noch, ne? War das nicht so? Er braucht eine Injektion. Aber das ist ein Demon, Alter. Weißt du, was so eine gute Idee ist, wenn wir das machen?
Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht hier drinne ist. Hier in dem Tresor oder so, die Spritze, wisst ihr? Wenn ja, ich guck mal. Hauswirtschaftsraum, hier, das war der Schlüssel für den Behandlungsraum, glaube ich, ne? Können wir da reingucken oder so? Nö. Keine Spritze ist hier. Ich sehe keine. Habt ihr eine Idee? Ich sehe keine Spritze. Ich kenne das Spiel gut, Joel. Sag mal, wo ist diese verdammte... Habe ich hier was übersehen? Weil das hier sind Skalpelle, das sind ja keine Spritzen. Takis, Küsschen geht raus. On, off, da ist nichts. Vielleicht ist hier was drin. Im Hauswirtschaftsraum macht es keinen Sinn. Und da war auch einfach eben was im Klo, ne? Ich guck mal weiter einfach. Ich habe das Gefühl, ich muss hier nochmal irgendwie ein bisschen weiter gucken oder so, ne? Den kriegen wir nicht auf die Tür. Vielleicht ist die Spritze hier in diesem Teufelsraum. Das ist auch so crazy, was hier passiert, Mann. Einfach TV-Man geworden. Behandlungszimmer. Da ist es. Oh, oh Gott, da war was, oder? Da war was drin. Hallo? Ich hab die Spritze. Ich hab einen Raum übersehen, Leute. Ich hab die Spritze. Ich geh jetzt auf die Toilette. Ich hab was bekommen. Kabinettsschlüssel. Oh, was ist das, Alter? Bist du auf Toilette, Mann? Kabinettsschlüssel. Wo ist denn das Kabinett? Kabinett könnte hier um die Ecke sein oder die Treppe halt nach oben, ne? Ich guck mal. Ist das das Kabinett? Ja. Was ist er denn, Alter? Hä? Sein Kopf ist einfach abgefallen. Was läuft jetzt hier? Mein Gott, es ist dunkel geworden. Ah! Oh. Oh, Bro. Ich hab die Projektorverbindung. Ich gehe einfach geradeaus. Muss da hinten rein, hier. Was ist da drin? Alter, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ich mache jetzt erstmal den Projektor an. Läuft nicht. Okay. Na denn. Geh ich mal da durch. Bitte kein Monster, Bro. Alter, was ist denn? Was ist er denn, Digga? Oh, was ist denn das? Habt ihr das gesehen? Ich muss, glaube ich... Digga, warum fliege ich da jedes Mal wieder raus? Ich fliege jedes Mal wieder raus. Ich darf da noch nicht durch. Eine dämonische Macht sagt mir, ich darf da nicht hin, anscheinend. Okay. Ich muss jetzt den Projektor einschalten, denke ich. Junge, mach hinne.
Was ist los? Wer hat es getan? Wie können wir hier raus? Der Projektor ist nicht an. Hey. Junge, jetzt mach doch mal den verdammten Projektor an. Vielleicht muss ich echt da durch, ne? Ich bewege mich nicht. Junge, was ist das denn hier? Digga, was läuft denn hier? Alter! Bro! Krass! Ich bin einfach in einer anderen... Ey, was geht denn hier ab? Hallo? Ich will einmal mit dem Chef reden. Hier schreien mir zu viele Leute rum. Wer bist du? Da war jemand. Wir sind bei irgendeiner ganz abgespaceden Geschichte. Wir ahnen hier irgendetwas. Ich weiß gar nicht. Also ich finde das total crazy, die Story hier gerade. Auf einmal ist man in so einer anderen Dimension. Die Räume hier sind leer. Fast leer. Was kommt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich muss laufen! Digga, ich bin so tot. Ich bin so tot. Jawohl! Ich hab's rausgeschafft! Alter! Das Skelett of Doom war da gerade. Aber ich hab keine Angst vor dem Skelett. Ich sag, wie es ist. Keine Angst. Er quietscht es ein bisschen, ja. Ist normal. Quietsche ist normal. Einschalten Strom. Bumm. Der Strom läuft wieder. Können wir den Projektor wieder anschalten, wa? Auf chillig. Hört ihr das? Hallo? Kannst du mal aus dem Raum gehen? Hey. Junge, was ist das denn? Hallo? Oh, Bro. Projektor geht an. 3588. Okay. Nun gut. Drei, fünf, 88. Ich gebe das ein. Bitte traue deinen Freunden nicht. Sie waren die ganze Zeit hier. Tatsächlich haben deine Freunde es nicht ins Hotel geschafft. Sag nicht, was du weißt und zeig ihnen diesen Buchstaben, diesen Brief. Sie werden dich umbringen. Schlüssel für den zweiten Stock. Scheint irgendwie eine Warnung gewesen zu sein. Danke, Wilkobart, auch an die anderen. Horai und so. Für das Aufschreiben der Zahl. Sowas ist immer ganz hilfreich, ne? Mach die Likes voll! Dankeschön, Leute. Ich bin im zweiten Stock jetzt. Muss erstmal gucken, was hier geht. Ah! Ey, ich gehe wieder raus. Das war's. Ciao. Tschüssi. Bis dann. Alter Mann. Oh Gott. Junge. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen soll. Offene Tür. Iggy mit der Kamera kann ich echt verrückte Dinge machen. Oh! Im zweiten Stock wird es tatsächlich deutlich wilder jetzt. Man merkt's. Ey, Denno, dein Junge. Ah!
Ah! Oh mein Gott, warum läuft mir irgend so... Was ist das denn? Igitt, verzieh dich mal. Digga, ich hab Geister-Follower. Ich... Heute kein Autogramm. Echt nicht. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie eine Tür einhämmern. Glaub... Ich kann runter. Ich kann runter. Hör auf zu weinen, Mann. Nerv nicht. Ich gehe direkt. Ich gehe direkt. Hört ihr das? Hör auf zu weinen. Weg hier! Weg hier! Ich bin raus. War schon gruselig. Bin ehrlich. War schon gruselig. Nachdem du geflohen bist, hast du das Filmmaterial deinen Freunden gezeigt und es auf YouTube hochgeladen. Und Millionen von Aufrufen erhalten! Yes! Alles für die Klicks. Alles für die Klicks, Digga. Alles für die Klicks. So, letzte Horror-Story. Freunde, seid ihr bereit? Wir gehen in die Halloween-Story rein. Die Heimkehr. Ach. Morgen, by the way, oh Gott, morgen gibt's einen heftigen Run to Charles. Wir werden auch noch Backrooms zocken. Ich weiß noch nicht, welches Backrooms, aber wenn ein Backrooms-Spiel auf jeden Fall spielen. Und ich weiß nicht, habt ihr noch eine Spieleidee? Keine alten Games bitte. Irgendwas, Digga, was Bock macht. Wo ich Bock hab zu zocken. Spielst du heute noch Doors? Nein, Bruder. Auch zum Beispiel Doors, so richtig lame, Alter. Richtig lame Doors. Das ist noch keine neuen Updates oder so, ne? Ich kann ab 12 nicht. Ich bin in der Schule. Wer hat morgen alle Schule? Digga, eins in den Chat. Sonst mache ich Ticken später, wenn Leute noch in der Schule sind. Da mache ich vielleicht... Vielleicht mache ich dann so 14 Uhr oder was. 14 bis 20 Uhr. Ich kenne ein Horror-Game. Echt? Ja, schon ein paar. 14 Uhr schon deutlich besser, ne? Ich kann halt nicht später machen, Digi. Das bringt aber nichts. Wer hat denn morgen gottlos Schule, Mann? Ey. Wir gehen rein ins Horrorbuch. Subnautica? Nee, habe ich ja nichts mit am Hut. Eine Geschichte über ein Schulmädchen. Wir könnten noch ein paar Roblox-Horror-Games zocken, Digga. Hätte ich Bock. Ich habe auch überlegt, ob wir Dead of Night mit Jimmy mal wieder zocken. Das würde ich auch mega feiern. Dead of Night, so mit Jimmy. Das wäre mal wieder so ein richtiger Kult, ne? Dead of Night könnten wir schon machen. Denno, sag meinen Namen. Nö, jetzt nicht. Bro, ab morgen bis 15 Uhr Schule, ganzer Müll. Ja, was soll ich dir sagen, Brudi? Na, Schule ist ja schon wichtig, aber natürlich nervt das, ey. Ich verstehe auch nicht, warum man Halloween nicht einfach gönnt. Kann ich die Taschenlampe einsammeln? Das geht nicht. Ich kann hier gar nichts machen, Leute. Nix. Ich kann einfach nichts tun. Okay. Mom, I'm back. Mama, ich bin zu Hause. Von 15 Uhr von Schule gekommen. Übelster Müll. Hi. Mama? Kann anscheinend nichts tun. Mami, ich gehe dann oben Xbox zocken, ja? PlayStation zocken, PC und so. Okay? Bin ich ein Kind? Was ist denn das hier schon wieder? Sehr komisch. Spielst du vielleicht The Mimic? Ich habe schon gehört, eins der krassesten Games, ne? Weiß nicht, ihr könnt gerne mal irgendwie in Discord jetzt ein paar Spielevorschläge schreiben für Horror Games morgen. Wir müssen uns 6 Stunden um die Ohren hauen. Ich denke, Choo-Choo Charles wird zwischen 2 und 3 Stunden brauchen. Je nachdem, wie gut der Try halt läuft, ne? Warum ist ja eigentlich eine Taschenlampe, Mann? Warum kann ich da nicht rein? Hallo? Ich drück und drück, aber ich komme da einfach nicht durch. Hat jemand diese Story schon gezockt? Diese hier?
Ich weiß halt nicht, was sollen wir da jetzt machen? Kann mir mal jemand einen Tipp geben? Nur einen kleinen Tipp jetzt. Weil ich drücke hier überall, das ist das Einzige, was ich anklicken kann. Mehr geht da nicht. Ich dachte, weißt du? Ist oben, wir haben doch, also oben ist doch nichts, ne? Hab ich oben was verpasst? Warte mal. Kannst du Mario, Super Mario Odyssey zocken? Hätte ich voll Bock auf den Denno Uncut-Kanal gerade, ne? Mario zocken. Okay. Ich komme hier nirgendwo durch, Leute. Warte mal, da ist ein Spiegel. Was ist denn da? Oh mein Gott, ich kann den Spiegel andrücken. Mirror, mirror on the wall. Who's the fairest of them all? Ich bin Mädchen. Just kidding. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der coolste YouTuber im ganzen? Mama? Läuft denn hier? Mom? It's strange. Mom usually greets me with dinner already cooked. Mama begrüßt mich eigentlich mit einem Abendessen. Machen wir erstmal die Teekanne aus. Sehr merkwürdig. Mama? Bist du irgendwo? Digga, es gibt gerade mies viel zu essen. Digga, ist das Zuzug, Alter? Nee, es ist... Ach, es sind Donuts, Mann. Donuts sind voll eklig. Hallo? Mama ist nicht da, Mann. Draußen ist nichts. Das wüsste ich. Ich guck mal ganz kurz auf den Oktober 2020. Das hier sind wir. Die beiden. Mama lächelte in letzter Zeit nicht viel und ist immer traurig gewesen, sagt sie. Da ist eine Schere. Ich guck mal weiter. Mama! Wo bist du denn? Muss ich mit dem Spiegel wieder reden? Hallo? Nö. Ich find's so ein bisschen nervig, dass man hier so langsam läuft. Ansonsten, ich weiß nicht, die Story so, ich finde, ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll. Überhaupt nicht. Weil hier kann ich die Tür machen, wie ich Bock habe. Okay, ich soll hier irgendwie was aufräumen. Ah ja. Muss ich jetzt hier alles untersuchen oder was? Kann ich ein Fenster aufmachen? Nee, kann ich nicht. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt... Ich kann ja nicht mal was essen oder so. Fernbedienung? Nö. Hier wurde sogar schon gegessen, sehe ich gerade. Unfair. Jemand einen Tipp?
Warte mal ganz kurz. Junge, was? Hey, da ist ja eine Katze. Was ist das für eine Katze? Es gibt Geheimnisse in diesem Haus. Okay. Aber ich meine, die Katze... Gut. Es ist ja noch nicht schlimm. Das ist safe keine Katze. Ich... Oh, was ist das? Kann ich das Ding zumachen, wenn ich, während ich hier drinne bin? Ja, das geht. Gut zu wissen. Habt ihr das gehört? Oben ist irgendwas passiert. Hallo? Ist hier jemand in mein Zimmer eingebrochen? Ich pack mal meine Schulsachen hier hin. Meine Kamera ist auch hier. Was kann ich jetzt Cooles machen? Erstmal nix. Kann ich mich ins Bett legen oder so? Auch nicht. Kann ich hier irgendwas mit dem Ranzen machen? Ich kann in die Zimmer hier reingucken. Sieht soweit alles Gucci aus. Ja, Batterien sind hier drin, okay. Ein fünfstelliger Code ist hier gefordert. Hm? 3. Ich habe eine 3 an dem Zimmer gefunden. Ich guck mir mal die anderen Zimmer an. 3. Hm. Das Haus ist sehr komisch. In diesem Zimmer haben wir eine 3. Ich guck mal weiter. Ich guck mal weiter. Habt ihr das gehört? Gott! Alter, was ist das denn? Degi! Degi, was ist passiert? Bro, träum ich? Hey, warte mal ganz kurz. Bist du das? Was läuft denn hier? Da steht eine 9, Leute. Merkt euch, 3-9, 3-9, 3-9, okay? 3-9, merken. Verrückt, Mann. Was geht hier ab? Kann ich die Tür öffnen? Ich kann jetzt in alle Räume rein. 393. Ah! 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 Oh Gott! Oh. Yo! 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 Oh! Was läuft hier? Mann, was geht in dieser Bude eigentlich ab? 393. Tür ist zu. Ist besetzt. Wasserkocher, Toilette, Aufbewahrungsschrank, mein Zimmer. Was bedeutet das? Wasserkocher, Toilette, Aufbewahrungsschrank, mein Zimmer. Oh mein Gott. 3933. Trip. Da hängt jemand.
Digga. Ey, ich habe für morgen Halloween Games richtig geile Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Morgen spielen wir... Oh, Digga. Ja, Mann. Ich habe eine sehr geile Idee für Halloween. Witzig. So, 3-9-3-3 haben wir bisher gefunden. Dass in meinem Zimmer aber nichts steht, finde ich höchst merkwürdig. Vielleicht ist das auch einfach die Kombination. Alle möglichen Kombis durchprobiert. Wir gucken weiter. Spielst du auf iOS, Android oder Microsoft? Ich spiele auf Windows, ne? Am PC halt auf ganz entspannt. Aber ich habe jetzt mittlerweile beide Betriebssysteme. Mac, also iOS und... Oh, hier ist... Warte mal. Ja, da waren wir ja schon drin. 3-9-3-3. Wasserkocher. Ist hier was am Wasserkocher? Steht hier irgendwo was? Leute, habt ihr eine Idee bezüglich Zahl? 5. Da ist eine 5. 3-9-3-3-5. Aber wie? Wie können wir das jetzt richtig eingeben? 3-3-9-3-5. Was ist denn das? Ich mache jetzt das Ding hier erstmal zu. Die Tür, man weiß nie. 3-9-3-3-5. 3-5-3-3-9. 5-3-3-3-9. 9-3-3-3-5. 9-5-33. 3-5-3-9-3-3. Warte mal. Der Zettel hatte 5 Dinger. Warte mal, Wasserkocher. Lass mich einmal kurz was überprüfen. Wasserkocher, Toilette, Aufbewahrung, Schrank, mein Zimmer. Wasserkocher war eine 9. Schrank war eine 5. 3-9-3-5-3. 3-9-3-5-3. 3-9-3-5-3. Könnt ihr hinkommen? 3-9-3-5-3. Ich probier's mal. Drei, fünf, drei, neun, drei. Das vertauscht. Okay. Das hier ist aber nicht mein Zimmer. Definitiv nicht. Wasserkocher gab's eigentlich keinen. Toilette gab's einen. Toilette ist die 3. Die steht an zweiter Stelle. Schrank ist die 5. Die ist unten. Warte mal. Lasst mich mal einmal gucken. Ich hole jetzt schlauen Zettel. Pass auf, obwohl ich könnte eigentlich, ich könnte mal mit Hilfe des Chats hier arbeiten. Also, x3, x5, x. So, wir haben 3 und 5 sind feste Positionen. Der Wasserkocher, da gab es irgendwie keinen. Aufbewahrung war die 9. Das war eigentlich an dritter Stelle. 3, 3, 9, 5, nee, vielleicht auch, doch, eigentlich schon.
33953 haben wir doch eben. Warte mal. Nein, haben wir nicht. 33953. Das könnte es sein. Hä? Was ist denn jetzt los? 33953. Das ist er! Is this it then? Digga, was ist das denn? Ich sehe gerade. Rechnung nicht bezahlt. 1500 Kreditkartenabrechnung. Minus 30.000. Abschließende Mitteilung. Man wird raus. Wir wurden rausgeworfen. Bro, was? Was läuft denn hier? Oh, nee, ne? The light's gone. I need to find a flashlight. Oh no, das Licht ist aus. Hä? Hä? Wow. Mein Gott, was geht denn da ab? Hallo? Digga. Okay, ich hole mir jetzt eine verdammte Taschenlampe, Mann. Okay, ich hole mir keine Taschenlampe. Hallo? Mama? Digga, ist das meine Mama? Ich hab da gar keinen Bock drauf, Mann. Das war's. Story vorbei? Jo. Aber was ist denn da passiert, Digga? Ich check ja gar nichts gerade. Alleingelassen konntest du solche Trauer nicht bewältigen und hast beschlossen, deiner Mutter zu folgen. Leider hast du keinen Brief von deinem Vater gefunden. Ende 2? Mann, da gibt's halt so viele Endings. Was hätte ich denn da machen können? Sagt mal. Was war das für eine Story, Alter? Bro, wenn du keinen Bock hast, wir zwingen dich nicht, Bruder. Wenn du müde bist oder was vorhast, kannst du früher Schluss machen. Digi, habe ich gesagt, dass ich müde bin? Ey, ich habe voll Bock auf Horror Story, Mann. Aber wir sind durch. Junge, wer ist er denn gewesen? Er war ja komplett hier drinne. Jo, Leute, was geht? Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Heute machen wir aber einen kurzen Stream. Also ich muss jetzt tatsächlich noch raus, weil ich noch ein bisschen was zu tun habe. Die Donauwall. Ja, Leute. Also, ich habe 46.000 Robux. Das Game hier ist echt nicht schlecht. Ich sag mal so. Ich würde gern 500 Robux spenden. Aber, ja. Also ein Tausender ist mir dann doch zu viel, ne? Ach, Digga. Scheiß drauf. Ey, Leute. Was soll's? Ey, ich sag ehrlich, komm. Der macht geile Games. Ich gebe einen Tausender raus auf meinen Nackenkuss. Na, hole ich ihm. So, ich finde das geil, was er gemacht hat. Und ich finde das auch wichtig, so zu supporten. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich schmeiß euch jetzt rüber zum Halloween-Livestream, denn wenn ihr es vielleicht noch nicht mitbekommen habt, morgen ist ein ziemlich großer Livestream hier. Das Halloween-Special, da schmeiß ich euch gleich rüber. Und ja, wir haben es leider nicht geschafft. Ich habe gesagt, 1000 Likes, dann würde ich 10 Stunden streamen, aber haben wir halt nicht hingekriegt. Ich schmeiß euch jetzt rüber. Morgen geht's dann los. Ich würde einstellen, dass wir morgen um 14 Uhr streamen, weil aktuell steht hier noch 12. Ja, nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, und dann machen wir für heute Feierabend. Heute kurze Alge. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen und falls ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Roblox von mir gucken wollt und sagt so, ey Mann, war gerade echt ganz geil. Leute, hier mein neuer Roblox-Kanal. Freue ich mich natürlich auch. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn ihr mal ein bisschen Roblox Backrooms Tower Defense auscheckt. Sehr, sehr geiles Game. Kann ich euch versprechen. Ja, ansonsten bis morgen, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kuss, Kuss. Dano. Ah!